Und damit willkommen zurück zu Foundation. Es geht weiter dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Alles andere wäre auch ein bisschen verwirrend, I guess. Das heißt, wir werden Geos, die weiteren, wie nennt man die? Gibt es dafür einen Überbegriff? Diese Kacheln einfach freischalten. Und uns dann um unseren Militärfort wahrscheinlich in diese Ecke kümmern. Das ist aktuell der Plan. Deswegen kann ich hier aktuell weitermachen. Wir haben dreimal keine Arbeiter zugewiesen. Die beziehen sich hier alle aufs Kloster. Das heißt, genau, da brauche ich dann halt Frauen für, weil wir momentan hier nur ein Dormitorium für Nonnen haben. In unserem wunderbaren Kloster, was wahrscheinlich hier noch Erweiterungen erhalten wird. In der Zukunft aber jetzt eben noch nicht. Und wir haben durch die Mission unseres Vogtes nochmal 10 weitere bekommen. Die Frage ist, brauchen wir hier noch was von? Wahrscheinlich die beiden nicht, oder? Weil die habe ich ja schon übersprungen quasi. Hier hätten wir sogar noch was. Handels. Also das ist interessant. Handel, 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 war wo nochmal? Hier, ne? Kleros, also Mittel. Ah, natürlich, ich glaube, das sind zwei, die gleich in unser Kloster kommen können. Ich glaube, das hier wollte ich. Ich glaube, das hier wollte ich. Das werde ich dann gleich als nächstes machen. So, die beiden können direkt hier ins Kloster rein. Das ist doch optimal. Wir haben neue Mandate. Ja, genau, der ist wieder zurückgekommen. Ich glaube, ich werde den hier direkt zurückschicken, um nochmal Punkte für den Klerus zu holen. Wir können ja auch die hier öffnen, wenn der Vogt nicht da ist. Was will er? Großzügiger Handel mit Northbury. Ich glaube, genau, das erste ist immer das gleiche und dann. Oh. Das war ein Mausslip. Das war ein Missklick, das wollte ich nicht. Aber gut, naja, nee, brauche ich nicht. Aber was hier? Ist jetzt auch keine Katastrophe, I guess. Wo haben wir das? Ja, das wird easy, glaube ich. Der Gegenwert von 500 Goldmünzen. Ich glaube, das wird nicht das Problem. So, die Frage ist, wo wir ansonsten stehen geblieben sind. Also. Im Großen und Ganzen, also was die größeren Planungen angeht, weiß ich, wir wollen hier restlichen Sachen freischalten oder die wir halt benötigen und dann uns hier um das Königreich, also beziehungsweise um das Militär fortkümmern. Die Frage ist jetzt, was wir halt auch im Kleinen machen wollen. Wir haben keine Ressourcen zum Abbau verfügbar. Na gut. Ja. I guess, es ist noch fein mit drei Sammlerhütten, oder? Gut, wie laufen denn gerade unsere anderen Wirtschaftssektoren? Was ist, oh Gott, wir haben 0 Weizen, wir haben 18, wir haben 60 Brot. Wir haben doch am Ende der letzten Folge, glaube ich, irgendwann noch das dritte Weizen, die Weizenfarm gemacht. Gut, wir haben hier noch die, ne? Die Abbauregion hier für unser Holzfällerlager, wobei die halt auch hier erstmal weitermachen, glaube ich. Das ist halt das Problem. Ich könnte natürlich sagen, und das werde ich jetzt wohl tun, dass ich das hier erst einmal rausnehme. Ja, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und dann sollen sie hier erstmal die Bäume abbauen, damit hier die Fruchtbarkeit erhöht wird. Die hier niedrig ist, damit ich hier noch mehr Weizen anbauen kann. Ja, aber hier die Weizenfelder sollten ja in der Theorie super funktionieren, oder? Also gerade hier sehr hoch, sehr hoch. Hier ist dann halt nicht mehr so hoch, aber das ist doch eigentlich schon viel Fläche, würde ich jetzt behaupten. Wir haben hier Honig- und Wachsproduktion. Das ist doch wunderbar. Das möchte ich gerne wieder ausschalten. Hier haben wir jetzt unsere Imkerei, unser Apiarium, na gut, wie dem auch sei, wir haben hier unsere Kleidungsproduktion, die sehr gut läuft. Am Bretter, genau, Steinmetz sollte jetzt auch besser laufen, haben wir jetzt noch die dritte Hütte gebaut.
Ja, so weit, so gut, ne? Wir wollen... Also... Was wollen wir eigentlich noch? Wir haben... einen guten Geldfluss auch, by the way. Wir bräuchten eigentlich eher noch eine weitere Schatzkammer. Wir können die Holzbrücke mal freischalten, weil wir haben das Geld. Wir können... Oh! Okay, wir können hier auch noch weitere Sachen freischalten. Wir haben ja jetzt die 100 erreicht. Das heißt, wir haben ganz viele Optionen, was wir jetzt noch machen wollen. Die Frage ist halt, was davon machen wir? ich glaube, ein Luxusgüterstand wäre sinnvoll. Auf der einen Seite. Ja, doch, klar. Klar. Ich habe gerade überlegt, weil ich möchte ja nicht wirklich... zusätzlichen Prunk gerade für die Arbeiterschaft. Noch nicht. Deswegen habe ich überlegt, das nicht zu machen. Aber ich glaube, wenn ich einfach nur die Stände baue, das ist das kein Prunk. Ich glaube, das ist erst Prunk, wenn ich in die Marktplätze halt noch Dekorationen und sowas reinfüge. Bioproduktion habe ich absolut gar keinen Platz momentan für. Die Werkzeugherstellung wollen wir auch demnächst angehen hier. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, bieten wir erst Luxusgüter an. Milchwirtschaft gerade nicht dran, Fassbinderei ist auch erst nicht dran, Haushaltsgüter das gleiche, Jagdschütze ist auch eigentlich gefühlt kein Platz, Zierelement ist schön, I guess, aber was mit den Edikten hier, ja, kann man machen, ne? Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal jetzt hier für den Luxusmarkt. Cool. Die haben zwei arbeitslose Bewohner. Das sind scheinbar zwei Männer. Haben wir denn noch Arbeitsplätze geraten? Sorry, leider falsches Geschlecht. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Platz. Gut, und dann haben wir für jedem Lagerhaus noch so einen Platz. Die Frage ist halt jetzt, welches ich dann gerne nehmen wollen würde. Das hier sieht gerade so am vollsten aus, I guess. Oder das hier. Ich glaube, ich nehme das. Ja, I guess, ich nehme das. Gut, dann wollen wir weitermachen mit den Luxusgütern. Wir haben die ja jetzt gerade freigeschaltet. By the way, was ist mit... Ah, die Holzbrücke. Okay. Dann kommt hier und dort auf jeden Fall noch ein Stand hin. So, wir nehmen den Markt. Und... errichten einen Markt, das ist ein Luxusgüterstand. 20 Unterhalt. Oh. Ich nehme es mal, der Stand verbraucht 0. Also es sollte auf jeden Fall dann gucken, dass ich den auch nutzen kann. Also was kann ich denn dafür? Steht da nicht. Ich glaube Kräuter. Und Kräuter wäre jetzt eigentlich angebracht. So, wohin? Was hatte ich hier vor? Ich hatte, glaube ich, irgendeinen Plan hier, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Das ist eine gute Frage, was hier genau mein Plan war. Ich glaube, ich setze hier rein. Bringe einfach mal hin. Und dann gucken wir weiter. und dann können wir hier ja nochmal so eins hinbauen. Aber das reicht jetzt erstmal. Das kostet auch 150 Goldmünzen. Wie gesagt, ich glaube, wir bräuchten auf jeden Fall eine neue Schatzkammer. Genau, das wird jetzt gerade gebaut. Oh, das ist doch schön hier. Das ist doch schön. Ah, Max. Dann haben wir gerade echt eine ordentliche Bretterproduktion. Handel stehen wir gerade bei plus 18. Das ist gut. Unterhalt kostet ein bisschen, aber es ist noch im Rahmen. So, wir wollten auch immer uns ein bisschen wieder darauf konzentrieren, was wir hier so verkaufen können, womit wir Geld machen. Wir verkaufen halt gerade die Kräuter, das sollten wir dann langsam ein bisschen zügeln, dass wir halt auch Kräuter haben, um die hier zu verkaufen. So, wir können hier Schmuck, den haben wir noch nicht, Honig und Kräuter verkaufen. Ich würde sagen, ich wähle hier erstmal Kräuter aus und dann brauche ich da hinten noch einen Luxusstand und da verkaufe ich dann den Honig. Das ist ja auch dann ja, wobei ist ja eigentlich auch egal, weil Kräuter sind ja, werden am gleichen Ort im Kloster aufproduziert. Deswegen, naja.
Aber ich werde es trotzdem so machen. Ich kann auch hier Honig halt für super viel verkaufen, ne? Hier habe ich ab 30 gesetzt und bei Kräuter ab 1. Wieso? Also die Logik erschließt sich mir jetzt im Nachhinein gerade nicht mehr. Weil ich will beides jetzt auf 20 setzen. Ich mag das jetzt nicht. Ich verstehe nicht, wieso ich das jetzt so rum hatte. Gut, ich werde hier jetzt den weiteren Luxusgüterstand aufbauen. Fürs erste auch hier erstmal ein, halt eben nur für den Honig, wie gesagt. Und dann wollen wir hier. Das ist so ein bisschen wild, das Ganze. Wobei, kann die halt hier eigentlich langlaufen? Also, ja, doch, dann safe. Ich dachte jetzt. Ach, das hätte, glaube ich, nicht so wirklich Sinn ergeben, oder? Aber hier ist halt kein Weg bisher, deswegen. Kurz am Stocken. So, hoffentlich rentiert sich das Ganze auch. Weil, wie gesagt, die Sachen kosten erstmal für den Aufbau sehr viel Geld und dann halt auch für den Unterhalt. Wir haben noch genau einen Job übrig. Also, genau einen. Ein Bett frei. Also noch ein Job, den wir halt ermöglichen könnten. Ich glaube, hier werde ich halt nicht unbedingt weiterbauen, oder? Aber es lohnt sich jetzt nicht dafür, noch irgendwo einen Hochbeet so richtig random reinzuquetschen. Aktuell, würde ich sagen. Deswegen überspringen wir das erstmal. Und sind zufrieden mit dem aktuellen Stand. Wie gesagt, der Weizen ist ein bisschen wenig, in my opinion. Brotproduktion ist ein bisschen mühsam. Zwei Mühlen auch, aber gut. Mehl ist wenig, Weizen ist wenig. Ich glaube, es fängt einfach alles beim Weizen an. Marktplatz gebaut. Und ich kann hier dann aber auch noch die Leute zuweisen. Ja, das ist nämlich das Ding, weil Unterhalt zahle ich schon, aber ich habe noch keine Leute, die dann auch den Job hier übernehmen. Das muss ich in beiden Fällen noch regeln. Ja, ich glaube, das lasse ich aber so mit den drei Hütten hier. Okay. Wir haben noch wie lange? Innerhalb von 28 Tagen. Bei wie viel sind wir gerade? Ja, sollte kein Problem sein, I guess. Dorfkirche, wir werden das alles ein bisschen nach hinten schieben, aber ich habe das Gefühl, es wird langsam schon eng mit der Gottesdienst. Tatsächlich minus 3%. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also es ist, ja, ist halt so. ich glaube, da werde ich mich dann später drum kümmern. Hier ist auch die Kirche, da ist die Kirche. Und wo soll ich denn die dritte hinbauen? Auch hier halt, oder? Wo soll ich die denn sonst hinbauen? Da ist ja auch gegenüber von der. Ja, I don't know. Können wir jetzt auch nicht so viel kreativ sein. Wir brauchen auf jeden Fall auch neue Gebietserweiterungen. Wir brauchen dieses hier, sowieso. Für Militärfahrt, und wir brauchen das. Territorium. Zack, bumm. Gekauft. Wir brauchen das Territorium auch. Ich warte hier erstmal noch, aber das brauchen wir auch gleich. So, wir bräuchten hier auf jeden Fall eine Mauer. Habe ich schon eine Mauer oder sowas freigeschaltet? Hier sind die Mauern, ja. Niedrige Steinmauer. Oder halt die Palisade. Ich würde hier einfach mal mit einer Palisade gehen. Wobei ich hier ja vielleicht das Tor hinklatschen könnte. Ah, auch nicht. Oder hier. Oder hier. Ja, wenn es halt abgegradet wird, dann weiß ich halt nicht, wie es dann aussieht, aber aktuell. Ja, ich würde halt die Palisade direkt gerne dann daran weiterführen. Ist halt so, so sieht es jetzt halt auch aus wie, yo, Anladung zum Suizid, ne? Das ist halt auch ein bisschen problematisch. Also, ne, ich lass. Wir haben zwei neue. Will ich sagen, ich nehme jetzt gerade aktuell einfach nur einen. Ich glaube. Den werde ich hier hinzufügen, weil wir brauchen gefühlt gerade nicht mehr Einwohner in diesem Punkt. Das in diesem Game auch sagen will. Habe ich bisher noch nie, aber. Voilà, was ist denn hier jetzt passiert? So.
wo fangen wir halt an, die Palisade? Das ist halt die Frage. Fangen wir hier an? Weil das würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, oder? I guess. Wir wollen ja auch hier, dass keiner runterfällt. Also können wir auch hier anfangen. Und hier wollen wir dann, dass nur unsere Soldaten runterfallen können und eben nicht die gemeine Bevölkerung. Also so ungefähr wäre jetzt meine Idee gewesen. Boah, ich habe irgendwie immer noch nicht dieses Mauerbautool so hundertprozentig nachvollzogen gefühlt. Wo habe ich jetzt gerade eine Benachrichtigung bekommen? Ich war jetzt beschäftigt mit der Palisade. So sieht es ja auch doch aus. Man muss, wenn schon, irgendwie so. Ja. Ja. Oder? Ich glaube, es wird später mit dem Militärfort zusammen besser aussehen. Das habe ich schon im Gefühl. Nahrung, wir haben doch gefühlt Tonnen an Beeren. Wir haben Fisch, wir haben Brot. Sind das jetzt die aufgestiegenen Leute, die sich beschweren, weil nicht genug Brot da ist oder so? Oder? Nee, I don't get it. Ich habe noch von allem was. Oder brauchen wir irgendwie dazu jetzt zusätzliche Träger? Keine Ahnung. I don't really get it. Also gefühlt, wenn ich hier auch... Oh, guck mal, einer an. Hier, Brot. So. Das hatte ich... Aber zwei Arbeitsplätze. Ja, perfekt. Ja, aber ich brauche jetzt aktuell, wie gesagt, noch keinen weiteren Arbeiter. Was denn jetzt hier mit... Ach so, weil wir ja noch gar keinen aufgestiegen haben auf dem Level dafür. Dann gucke ich mal, ob das gerade Sinn ergibt. So, die wollen Waren. Waren haben wir ja, ne? Die haben Kleidung. Die anderen nicht. Reicht die in einfach nur Kleidung? Ich glaube schon. Und Luxusgüter haben wir jetzt auch. Also, würde ich sagen, damit sich das auch gelohnt hat, wir befördern unseren Vogt zum Bürger und Usa, cooler Name. Oloch. Und dann so Osterhilde. Ja, dann nehmen wir doch unsere Steuereintreiber, I guess. Yes, aber wieso sind wir nicht so zufrieden? Wegen Nahrung jetzt schon? Dann will ich ja gefühlt doch wieder andere nehmen, oder? Unser Bäcker? Keine random, aber I guess. Nehmen wir unsere Bäcker. Dass die auch zu ihren selbstgemachten Broten Honig und Kräuter zu essen können. Ja. Und mal ordentlich Kleidung tragen. Naja, gut. Warte mal, ist das nämlich jetzt die Frage? Und jetzt kann ich das nicht mehr aufrufen gerade, ne? Ob die Vorschrift, also ob die Gemeinen halt auch Waren brauchen, weil wenn die Gemeinen Waren brauchen, wieso steht es dann nochmal bei den Bürgern? Dann wird es ja nur Sinn machen, wenn die nicht nur eine Ware, sondern auch eine weitere Ware brauchen. Keine Ahnung. Also, wäre jetzt gerade so mein Gedanke gewesen. Wir sollten dann auf jeden Fall die Steuern auch noch für Bürger erhöhen. Das macht doch Sinn. Also, die Steuern für Leibeigene können wir wieder runtersetzen, oder? Ich brauchte da irgendwie sehr viel Geld, aber ich meine, das macht einen Unterschied von 10% Zufriedenheit. Weil wir auch gerade keine erhöhte Zufriedenheit brauchen, weil, ne? Nicht gerade eigentlich keine Leute annehmen. Gut, womit könnte ich denn noch Geld machen? Was könnte ich noch bauen? Was würde noch Arbeitsplätze bringen? Kühlt ist halt unsere Weizenproduktion. Und halt Fischerhütte. Das können wir noch tun. Alles Weitere ist eigentlich gerade nicht wirklich Thema. Wollen wir... Ja, oder? Komm. Let's go. Wir haben ja momentan das Geld, wir haben den Geldfluss, wir haben potenzielle Arbeiter. Ich
glaube, ich werde hier so um diese Bucht rumbauen, also dort und dort dann. Wieso ist das ungültig? Weil es so rum muss, okay. So, wie weit wollen wir das jetzt im Wasser und wie weit außerhalb ist? Ich gefühlt irgendwie immer ein bisschen komisch gebaut. Das ist eine gute Frage. Wir wollen es relativ weit außerhalb, glaube ich, haben. Ich will es noch ein bisschen drehen. So. So. Und dann würde ich hier auf die andere Seite hier irgendwo auch noch eine Fischerhütte hinbauen. So, let's go. Brauche ich noch eine Bauhütte? Werden wir, glaube ich, jetzt dann erfahren. So, hier wird schon Fisch angeboten. Haben wir auch. Ja, hier speichern wir auch Fisch, das ist gut. Wir brauchen hier aber nicht so viel Kräuter. Was soll ich da stattdessen lagern? Bye. Ich glaube, ich werde hier sowieso noch einen weiteren Speicher dann hinbauen, oder? Irgendwo in dieser Region. Ich glaube, wir lassen es erstmal. Gucken später, ob wir daran was ändern. Handel sind wir gerade noch bei 23 plus. Das ist cool. Und Klerus können wir. Was immer noch nicht freischalten. Wir brauchen 15. Brauchen noch 5. Also der Vogt soll bald zurückkommen. Ansonsten wollen wir dann. Wir verkaufen kein Brot, ne? Ne, tun wir nicht. Das hier können wir dann gleich ändern. Wenn wir jetzt. Ich glaube. Wie brauchen wir noch? Dafür brauchen wir eine neue Bauhütte, aber. Nee, ich glaube nicht, dass. Das jetzt hier was damit zu tun hat. Ja, Brot ist echt keine Ahnung, was da abgeht. Das kommt irgendwie nicht so wirklich ins Rollen. Werkzeuge wäre dann hier auch bald angesagt. Hier könnten wir ja dann Eisen abbauen. Gehauene Stein ist immer noch super langsam. Bretter verkaufen wir ja alles. Alles klar, ist easy. Schwerter, sie kommen demnächst Fische. Könnten jetzt auch gut dazu kommen, wir verkaufen Kleidung ist super. Verkaufen Honig, ne? Ja, wir verkaufen auch Wachs. Wo ist Wachs? Sehe es gerade nicht. Super. Das bringt Gefühl relativ wenig. Und Fässer und Kerzen haben wir gerade noch nicht. Judy, wann werden die jetzt mal gebaut? Was ist denn hier das Problem? Ist irgendwie, finden die den Weg nicht oder? Ich check das nicht, weil hier passiert nichts. Ja, das können wir machen, kein Problem. Und damit haben wir jetzt auch schon die 15. Und können das hier freischalten. Ich habe mir auch kein weiteres Delikt. Und das heißt, wir können uns jetzt langsam an den Bau begeben von unserem Militär. Ich würde gerne das hier noch checken. Wo ist hier das Problem? Freunde der Sonne. Digga, die chillen hier. Also, sieht so aus. Ich arbeite. Was ist dein Problem? Müsste ich komme doch in dem Game sonst eine Meldung, wenn der Weg nicht gefunden wird, oder? Wie sind die Materialien sonst dahin gekommen? Sehr skurril. Ich würde aber noch eine weitere Bauhütte hinklatschen, theoretisch, aber ich wüsste halt gerade noch nicht,
Roh genau? Haben wir das als. Ja, haben wir nicht. Weil hier eine Taverne oder sowas hinbauen wahrscheinlich. Ah, ist schwierig. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich muss auch nur warten. Weil dann würde ich mich jetzt hier an das Militärfort begeben. Wie gesagt, Schatzkammer brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen einen befestigten Wehrturm. Ich glaube, das ist ein. Das ist halt eine Voraussetzung. So, wie weit können wir das. Okay. Damit noch jetzt nicht gerechnet. Wollen wir das hier so schön auf die Kante stellen? Ich glaube, das fände ich cool. Auch wenn es unpraktisch dann wahrscheinlich ist. Oh, nice. Fürs Dranbauen. Ja, ich glaube, die würde ich dann einfach gerade sparen, quasi. So. Dann sollten wir den jetzt auf eine nächste Mission schicken. Ja, das würde Sinn machen, I guess. Das ist ja hier direkt auch um die Ecke. Und das hier dann noch. Also ich würde das hier feiern. Ich würde es dann vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen. Ich würde hier ein Dach draufsetzen. Ich kann hier aber auch noch Folgendes machen. Unterhalt von Production. Okay, das ist Unterhalt. Das ist sorgsame Planung. Das ist weniger Werkzeuge verbraucht werden. Bevor ich das Ganze baue. Ich glaube, das würde Sinn machen. Ich könnte hier schön noch dran bauen. Ja, hier wird es schwierig. Aber gut, ich brauche auch nichts mehr für den Wehrturm. Außer halt eine Tür. Dann wird die Tür, pass auf, nämlich hier hinkommen. Und dann kann ich hier nochmal so eine Palisade oder sowas hinbauen. Ich würde erst hier so eine Palisade nehmen und dann später, wenn ich es freigestellt habe, dieses dickere Bollwerk quasi. Das ist so der Plan. Gehe jetzt hier wieder zurück und Baracken brauche ich. Baracken nehmen wir die Quartiere wahrscheinlich. Ist mir die Seite lieber oder die andere? Ich glaube die andere. Jetzt will ich aber auch noch gerne zentral dran haben. So ist schön. Und davon noch ein weiteres. Und jetzt wird es hier langsam aber schwierig. Oder? Wow, wow, was ist denn da mit der Kamera passiert? I don't know. Ich find's schwierig. Ich glaube. Also. Hoppala. Mann. Wenn wir es hier so anschauen. Ja gut, von der Seite siehst du halt gerade nichts. Das sind halt noch die ganzen Bäume. Der Baum da wird natürlich dann auch entfernt. Aber ich bin davon jetzt aktuell nicht so der Fan, muss ich gestehen. Ich bin auch aktuell nicht so ein Fan davon, dass die Fischerhütten hier nicht gebaut werden. Muss ich auch gestehen. Naja, gut. So komme ich wieder zurück. Dann werde ich hier was anderes machen.